Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier natürlich zu Informationen. Ja, und diese geben wir hier preis. Warum? Ja, das sagen wir natürlich in dem, was wir da ansagen als solches. Ja, weil es ist ja auch mal wichtig, einiges hier von Berlin aus, des Berliner Blickes klarzustellen. Und das tun wir natürlich. Ja, hier ohne Umschweife. Na bitte, einfach Ton ab. Ja. Also Sie sind da mal gekommen, ja, und Sie sind natürlich, ich sage das vorweg, ja, dass das auch gar nicht irgendwie irgendeiner als irgendeine Form von Ernsthaftigkeit da in den falschen Hals bekommt, ja. Ja, das können Sie sagen, weil ich bin auch ein Komödiant der historischen Geschichte. Ja, wie machen Sie das? Sie nehmen sich also einfach ein Geschichtsbuch und sagen, es stimmt ja nicht, was da drin steht und machen daraus einen Hoax oder... Was erzählen Sie da? Ja, also ich komme noch mal jetzt auf die letzten Informationen, die da irgendwo, ich weiß nicht, ob man das Propaganda nennen soll oder was immer die Welt sich da ansagt, zu solches, was ja in den ganzen Gazetten in vielen Ländern der Welt da so umhergeht. Ja, wir haben da so ein bisschen einen kleinen Blick in die englische Welt. Natürlich sind wir doch mehr deutsch und schauen auch viel mehr und sehr dominant in unsere deutschen Dinge da hinein. Aber was uns da am Rand berührt, das müssen wir denn schon so ein bisschen mitnehmen. Verstehen Sie das? Ja, wie meinen Sie das? Was müssen Sie da so mitnehmen? Was ist da so Ihre Ansicht? Ja, ich sage mal, ich komme noch mal darauf zurück. Ja, Neuseeland. Ja, natürlich. Neuseeland, da ist eben einfach mal was passiert, ja. Ja, was ist da passiert? Ja, da stand zum Beispiel auf sowas, ich weiß nicht, was das sein sollte, irgendwie so ein nachgemachter Revolver oder ich glaube, ich weiß doch nicht, das ist doch irgendwo von Waffen, da weiß doch, ich glaube, dass da die Experten schon mal wissen, dass da irgendwas nicht mehr stimmt, ne? Und so. Und da steht da noch irgendwie, ich weiß nicht, ich komme nicht drauf, ach so, ja, da stand drauf Berlin, ja, Berlin, stellen Sie sich sowas mal vor. Ja, das ist, das ganze Ding sollte natürlich auch irgendwo einen Anstrich bekommen, die da irgendwie Vermutung in die Welt bringen, dass das da eben draufsteht. Und da kann man dann natürlich auch Hypothesen inszenieren. Man kann ja auch sagen, es ist doch gar nicht Berlin, ne? Ja, das stimmt. Da stand zum Beispiel irgendwas von Karl Martell, das ist natürlich jetzt mal die Schweiz. Soll die jetzt da mal sagen, auf ihre Kosten werden da irgendwas da Propaganda getrieben oder irgendetwas? Das ist doch nun mal so. Ja, das finde ich auch, dass das so ist. Ja, und die Trusa-Gemeinde sagt, das ganze Ding hat nicht gestimmt. Ja, und ich sage, der türkische Geheimdienst weiß, dass es andersrum war. Ja, wie meinen Sie das? Sie sind dann der Meinung, dass der dahinter steht, wenn der sagt, es ist alles wahr gewesen? Ja, anders kann es ja nicht sein. Es gibt da noch einen Propagandisten, der sich da Erdogan nennt. Und der sagt dann eben mal ganz einfach... dass es ihm gelegen ist, wohl irgendwo und jetzt in seinem Wahlkampf doch ein dickes Bashing gegen den Westen zu fahren und haut sich das alles als seine Propaganda da nun voll da in seinen Wahlkampf hinein und oh ja, der Islam muss sich jetzt vor den Westen schrecklichsterweise schützen als solches, da laufen nur noch Wahnsinnige rum. Ja, das ist es ja nun mal. Also wenn da einer so an so ein Rad dreht, da muss man ja auch dann denken, die sind nicht mehr ganz dicht, ne? Das ist doch einfach so. Ja, das ist es ja, aber das Durchschauen und das Hinterfragen von Wahrheiten sind ja nun mal auch noch ganz andere Dinge. Ne? Das ist mal meine Sicht hier immer aus Berlin. Ja, das können Sie doch als Komiker nicht einfach so daher sagen, dass Sie da, Sie spielen noch damit Wahrheiten und ziehen das ins Lächerliche. Das geht doch nun gar nicht, das empört doch möglicherweise noch die Welt. Ja, also was ich daran empören wollte, ist ja noch eine ganz andere Sache. Was mich eigentlich empört ist, das muss ich mal sagen, also mich empört... dieser Erdogan mit der Ansage, dass er jetzt der Meinung ist, die Schlacht von Gallipoli hätte wohl dem Westen eine Lektion erteilt und ja, nun stehe man da in der schrecklichen Furcht, oh ja, oh, sage man da sich nichts der Türkei an. Ja, wie meint denn der das? Meint der das jetzt nun historisch irgendwie mit Blick irgendwo eine Warnung wegen der Vergangenheit? Europa hat sowas in anderen Angelegenheiten auch. Das ist doch ein gutes Recht als solches zu sagen, oh ja, die Deutschen mit ihrer Geschichte und so, ja, da gibt es denn eine Warnung und du sagst jetzt nicht hier einfach mal Heil Hitler oder irgendwas, da bist du verrückt geworden oder was?
Ja, das ist mal irgendwie nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht hat ja der Osmane um seine eigenen Niederlagen auch mancherlei Selbstkritik, dass er sagt, und du drehst jetzt hier nicht los hier und auf hier wie Osman, der Wilde. Ja, oder weiß ich nicht, was es da für komische Figuren gegeben hat. Da gibt es ja einige, ne? Da in ihrer Welt. Ich will jetzt nicht in die Geschichtsbücher gehen, es gibt da bestimmt einige und ich bin mir sicher. Ja, ich möchte mich da nicht verzettelt haben. Wie meinen Sie das? Mit dem Verzetteln da und so? Naja, natürlich. Was ist denn nun die echtere Verzettelei, als dass man sagen würde, kommen wir darauf zurück. Was ist das? Was die Empörung an Erdogan? Was ist das jetzt da? Das müssen Sie aber dann auch mal ein bisschen näher erklären. Ja, ich gehe gerade mal, ich blätter hier durch mein Geschichtsbuch und dann gehe ich doch einfach mal in die ganze Sache da von Gallipoli da hinein. Ja, das ist es. Ein Abschnitt von 1914 bis 1919, ja, oh, ich suche gerade, ich finde jetzt nicht die rechte Seite da als solches. Oh mein Gott, was ist das für ein schreckliches Buch, das sich hier so schlecht sortiert für mich, oder? Nein, ich glaube, ich bin falsch sortiert, ich blätter da nochmal so ein bisschen hin und her hier, ein bisschen, ja. Und ich kann Ihnen da das ganz genau ansagen, was der Erdogan für eine historische Lüge auftischt. Natürlich, es gibt Menschen, die hinterfragen sich die eigene deutsche Geschichte nur isoliert als Deutsch für sich und sagen, naja, das stimmt ja und das stimmt wieder nicht und das stimmt und das stimmt wieder nicht. Und da sind sich auch nicht alle, auch Historiker der Deutschen, nicht unbedingt immer alles so einig, aber man kann auch viele Realitäten nicht einfach von der Hand bringen als solches. Man hat ja eben eine Vergangenheit, so ist es nun einmal. Und die Bücher sagen da das eine und das andere. Ich suche da irgendwo rum und kann es einfach nicht so finden. Ich bin schon sehr verwundert drüber. Ja, ich blätter mal noch so ein bisschen. Ja, ich glaube, dass ich da auch zu der Stelle komme, ja, die sich da so ansagt, als dass wir wissen, was der Erdogan für ein Propagandalügner ist. Er ist auch ein Propagandalügner der Vergangenheitsgeschichte. Der Vergangenheitsgeschichte, an der eben auch viele Völker beteiligt waren, weil es gab dort Auseinandersetzungen zwischen 1914 und 1919, Abschnitt eines, nennt sich ja Erster Weltkrieg. Und da gibt es natürlich ein paar sehr erleuchtende Dinge, die sich dort in dieser Welt abgespielt haben. Und ich suche da noch rum und bin mir doch aber wirklich da jetzt an mir selbst verärgert, dass ich die Seite, die mir da sehr wichtig ist, überhaupt nicht so auffinden kann. Das wundert mich doch schon sehr. Ja, ich blätter da nochmal. Ach, jetzt habe ich sie gefunden. Ja, schauen Sie mal an. Hier sind wir doch belehrt, ja, von 1800 bis 1923 das Osmanische Reich. Natürlich. Ja, da ist der gesamte Niedergang des Osmanischen Reiches geschildert. Und dass die Türkei auf einen Rumpfstaat mit Atatürk schlussendlich kam, das lag daran, dass sich über den Ersten Weltkrieg Auseinandersetzungen mit der Türkei und ihre umliegenden Länder bis nach Europa und sonst wohin sich so viel Auseinandersetzungen dahergebracht haben, dass sie an allen Ecken und Enden überhaupt nur belagert gewesen war. Sie war belagert, es war irgendwie, also das kam da über Palästina, das kam über, ja, wie nennt sich das hier, Basra, Kuwait hoch bis dann den Euphrat, Tigris und so weiter, Truppen hinauf. Das kam von Georgien, Armenien und so weiter, von all diesen Seiten. Ja, so, und dann gab es noch eine westliche Ecke, die nennt sich da Gallipoli. Na schön, Gallipoli ist eine Sache, wo der Türke doch recht gut standhalten konnte. Das ist die eine Geschichte. Nur, das Osmanische Reich hat genau über diesen Zeitabschnitt die Süd- und Ostflanke, ja, seiner ehemals osmanischen, Reichtümer, Besatzung, oh, sie sind das große Osmanische Reich, seine Provinzen, die haben sie da alle verloren. Die gehen runter zur arabischen Halbinsel, die gesamte östliche Seite wurde ihnen verlustig da getan. Palästina wurde ihnen verlustig getan. Der Euphrat, Tigris, das ist das Gebiet zwischen Irak, anteilig bis nach Iran nun nicht, aber der gesamte Irak ist ihnen alles als bis nach Kuwait runter, ist ihnen alles verlustig gegangen. Ja, all diese Provinzen da. Bis Kuwait hin. Und was ich, es ist ein unwahrscheinlich großes Gebiet. Da ist ein Gebietsverlust, der ist nochmal so groß wie die Türkei selber. Als Gebietsverlust. Den hat die Türkei hinnehmen müssen. Zu der Zeit, als es sich auch um Gallipoli drehte.
das sollte sich der Herr Erdogan doch mal in Erinnerung rufen und dann nicht irgendwie anfangen, da irgendwelche schwachsinnigen Märchen von seinen siegreichen osmanischen Veranstaltungen da irgendwas oder seine alten Welten dazu erzählen. Das ist ein totaler Schwachsinn. Ja, warum sagen Sie das? Was ist Ihr Anliegen, warum Sie sowas da sagen? Ja, ich sage das, dass ich einfach mal sage, ich bin hier nicht unbedingt ein Geschichtslehrer. Ja, ich mache mir das hier einfach mal. Ich mag es, meine Mitmenschen zu informieren. Jüngere Leute vielleicht, auch ältere, egal wen. Oder vielleicht für den Tipp, da schau mal einer hin, dass man auf den Herrn Erdogan mit seinen Großmannssüchtigkeiten von großen Ansagen als solches da nicht einfach reinfällt. Und er hijackt sich nur eine auf minimalisierte Auseinandersetzung oder kleine Sache, die da anteilig natürlich auch noch ein Hoax sein könnte und nicht ganz so wahr sein könnte. Das nimmt sich der türkische Geheimdienst und Erdogan für sich und seine scheiß Zeitungspropaganda einfach zum Anlass, hier ein Fass aufzumachen und dann sich eine alte Schlacht hochzurechnen, wo ihnen so viel Verluste gegeben sind, dass das eigentlich alles gar nicht wahr ist. Ja, aber das kann uns doch vollkommen egal sein. Es muss doch auch mal, wir als Deutsche sagen einfach mal, uns ist das egal. Nee, das ist uns und mir nicht ganz so egal, weil ich ja einfach mal der Meinung bin, Erdogan attackiert immer wieder Deutschland. Erdogan attackiert Deutschland, Erdogan attackiert Griechenland und jetzt attackiert er Neuseeland. Er glaubt, er ist ein NATO-Partner. Also... ich kann mir nicht vorstellen, dass für die Türkei für so viele Angriffe auf andere NATO-Bündnispartner noch ein Artikel 5 für die Türkei hier noch gültig wäre. Also hätten wir einen Geschichtsverlauf, der so etwas einzuleiten hätte. Ja, da kann ja vielleicht noch ein Schiff ins Schwarze Meer fahren oder sie machen da irgendwelche Operationen als solches, die da meinen, oh, wir sind hier ein NATO-Bündnis oder irgendetwas. Ja, aber wer es glaubt, scheint irgendwo der Brite, der glaubt einfach an alles. Ja, also der Brite soll mal ein bisschen aufpassen. Ja, und er hat ja tolle Partner. Ja, also ich aus deutscher Sicht würde mir mal sagen, diese Art von Partner, der immer wieder Deutschland attackiert, ja, da kann sich auch der Brite mal hinten aus dieser Linie hinten herausbringen und das nicht auch noch mit unterstützen, ja? Sonst bin ich da mal irgendwie da ein bisschen, wie nenne ich mir das da, biestig vielleicht mal, ja? Dass ich mal sage, ich sage es wenigstens, ja? Und wenn ich es gesagt habe, was bringt mich daran um? Ja, Sie sind mir der richtige Berliner. Immer voll los, rauf auf das Schlimme, wa? Der auf den Osmani da, ja? Das ist ja auch immer das Schlimme, wa? Nee, das ist nicht das Schlimme in dem Sinne, nur Geschichtsverfälschung, die sollte man ja nun nicht irgendjemand vorwerfen, einfach mal. Da gibt es hier Leute, das sind deutsche Revisionisten, Truser oder irgendwas, denen wirft man schnellstens irgendwelche Fehlerhaftigkeiten ihres Geschichtsblickes da irgendwo in die Welt und so. Ja, was der Erdogan erzählt, der kann die Geschichte fälschen. Ja, der Islam hat Amerika entdeckt, natürlich, es gibt jetzt... unreines Türkenblut und was der alles da findet, ja, das hat ja jetzt schon eine Kette bekommen, dass da hunderte Aussagen von ihm sind, die sind sowas von verlogen und entsprechen überhaupt nicht mehr irgendwelchen Realitäten und der Mann ist da ein Stehaufmännchen. Ja, mit jeder Lüge, die inszeniert irgendwo, muss er sich wieder berappeln und für den nächsten Tag in den Gang der neuen Lügen gehen, für irgendwas. Mich wundert es, dass die Welt das überhaupt noch mit so einem da aushält und sagt, oh ja, es ist uns ein Partner für irgendetwas, ja. Also da würde ich mal sagen, die Türkei ist uns weiter entfernt, als wie, dass ich sage, die Russen sind nicht in der NATO. Ja, das muss ich auch mal sagen, ja. Wie? Was wollen Sie damit sagen? Das sage ich Ihnen, Otschinasch, ja, dann wissen Sie, was die Glocke geschlagen hat, ja. Das geht so nicht, ja, was uns hier alles für ein Schwachsinn auf den Tisch wird. Ja gut, dann haben Sie das mal gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir da mal raus. Dann haben wir das den Erdogan mal hier auch angesagt, was er eigentlich für ein Klopskopf ist. Dann war es das mal gewesen. Ja, kleine Geschichtsstunde für Erdogan. Das war's mal. Besten Dank, guter Mann. Ja, guten Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben das gehört. Ja, so ist es nun einmal. Ja, ein Bashing an Erdogan. Ja, was sollten wir anderes sagen hier als Berliner? Das machen wir mal. Ja, das tun wir. Da lassen wir uns nicht lumpen. Bleiben Sie uns wohl auf. Ja, schauen Sie in die Welt. Ja, und... das war's doch mal hier von Ihrer Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.